Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Crazy Records. In der heutigen Ausgabe geht es um die größten Verbrecher aller Zeiten. Und mein heutiger Stargast ist Master Jam. Hey, mir gehört dieser Kanal und heute zeigen wir euch die krassesten Tattoo-Rekorde. Intro. Mein Kanal. Das älteste Tattoo der Welt ist über 5300 Jahre alt und besteht genau genommen aus 57 einzelnen Tätowierungen. Ötzi, der Mann aus dem Eis, dessen Körper 1991 in den Ötztaler Alpen gefunden wurde, ist am Körper mit verschiedenen Strichen und Kreuzen verziert. So, wir streamen jetzt gerade beim Aufnehmen und wir machen nochmal einen Text. Forscher haben hier nicht nur ästhetische... Forscher sind nicht nur der Meinung, dass es nur ästhetische Gründe haben könnte, sondern dass es auch mit der Gesundheit zu tun hat, da diese Punkte mit Akupunkturpunkten übereinstimmen. Ah, ich stimme genau daneben. So. Beste Aufnahme. Ich meine das vollkommen ernst. Kannst du mal kurz die Fresse halten? Ja. La 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 la. Experten halten es allerdings für ein Zeichen von Gefangenschaft, da Ötzi seinerzeit ein Straftäter gewesen sein muss. Lucky Diamond Rich ist der meist tätowierteste Mann der Welt. Sein Körper ist nämlich zu 100% tätowiert, sogar im Ohrinneren und zwischen den Zähnen. Nee. Halt die Fresse, ist das geil, das würde ich nie sagen, ohne Scherz. Aber laut seinem Drehbuch muss ich jetzt sagen, halt die Fresse, ist das geil. Und jetzt latscht er mir mitten in die Kamera und ich trete ihm richtig in die Eier. Halt die Fresse, ist das geil! Diesen Rekord wird auch keiner mehr streitig machen, denn mehr als 100% geht nicht. Challenge accepted! Mein Freund Kevin ist schon dabei. Welcher Kevin? Der Ossi? Genau der. Nur Drogenkinder und Ossis heißen Kevin. Ich habe mich übrigens erkundigt, da kommt gar nicht was im Osten. Zu 95% ist die meisttätowierte Frau der Welt. Julia Gnose ist bekannt als Illustrated Lady und hat sich aus gesundheitlichen Gründen tätowieren lassen, da ihre Haut durch Sonneneinstrahlung mit Blasenbildung reagiert. Oh yeah, wo sich die nicht tätowierten 5% befinden, das erfahrt ihr auf dem Channel von Doggy B. Besonders eilig hatte es Hollis Cantrell aus Phoenix, Arizona. Mit Hilfe eines Teams hat sie sich innerhalb von 24 Stunden ganze 801 Tattoos stechen lassen. Damit brach sie den bisherigen Rekord von 75 Tätowierungen an einem Tag. Ach, nur ganz knapp, ich meine 800 zu 75, so. Den ganzen Körper tätowieren lassen für einen Weltrekord? Was sagt ihr dazu? Schreibt es unten in die Kommentare. 2010 wurde ein Weltrekord auf der Tattoo Jam aufgestellt. Jam. Dort tätowierten nämlich 223 Menschen gleichzeitig. Allerdings musste ich vorhin erst recherchieren, ob die nicht an einer Person tätowierten, bis ich mir dachte, wie soll das eigentlich gehen? Auf der Convention waren insgesamt 300 Tattoo-Artists vor Ort. Guinness World Records zählte 223 gleichzeitig in Aktion. Krass. Die haben alle nur so Striche gemacht, Hauptsache die waren alle in Aktion. Nicht mal an Menschen. Und zur Feier des Tages verspeisten die Tintlinge dann ein paar Babys. Furchtbar. Insta-Time! Halt dein Maul! Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist das hier eine Sonderausgabe von Crazy Records. Und wir möchten natürlich, dass der Admin von Tattoofrei diese auch sieht. Macht genau jetzt ein Selfie von euch mit uns im Hintergrund als Bild. Warte, ich mach ja. Und verlinkt uns beide und Tattoofrei, hier unten steht's, damit auf Instagram. Wir freuen uns auf jedes verlinkte Foto. Der nächste Weltrekord zeigt wieder einmal, dass es doch auf die Länge ankommt. Nämlich genau 50 Stunden und 10 Minuten dauerte die längste Tattoo-Sitzung der Welt. Dave Lee tätowierte Szenen aus der Bibel und aus Miltons verlorenem Paradies auf Rücken und Beine. Dabei durften die beiden pro Stunde nur 5 Minuten Pause machen und litten anschließend an Schlafentzug. Maria war mit ihren 400 Piercings ja schon nicht schlecht, aber die meisten Piercings gleichzeitig trug Elaine Davidson an ihrem Körper. Mit einem Gesamtgewicht von über 3 Kilogramm trug sie 462 Piercings gleichzeitig an ihrem Körper. Insgesamt wurde ihr Körper über 9000 Mal durchlöchert. Auch einen Weltrekord hält der 80-jährige Tom Leppard. Er ist mit 99,9% der meist tätowierteste Rentner der Welt. Und er wollte eigentlich nur ein Muster haben, und zwar ein Leopardenfell. Kann man ja machen. Vielleicht ist er auch ab und zu mal rollig und muss gestreichelt werden. So, für die Humorresistenten unter euch mache ich mich jetzt nochmal nackig. Ja, es ist alles nur Spaß und ich bin auch tätowiert. Geil, oder? Das ist dein Logo. Krass. Fett. Und jetzt noch eine Kommentarfrage an euch, nämlich...
Habt ihr Tattoos oder wollt ihr welche haben? Und wenn ja, was für eine Bedeutung haben sie? Oder haben sie überhaupt eine Bedeutung? Oder warum habt ihr sie? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, dann könnt ihr nochmal auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich mache lustige Videos mit Meerschweinchen. Link unten in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, Daumen hoch zu machen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Crazy Rick. Halt die Fresse, ist das geil. Das würde ich nie sagen.